R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist wieder eure Bibi. Yo, was geht? It's your boy Mr. Raven Side killing another tab Reddit from the roots. Leute, falls ihr das gerade nicht verstanden habt, ich bin es mal wieder, euer netter Junge. Thomas, vergessen die Tür zu machen. Team Schickend, was geht? Ich werde heute mal wieder ein anderes Subreddit komplett auseinandernehmen und mir anschauen, was da so drin abgeht, Leute. Ihr wisst, Reddit ist zu meiner absoluten Lieblingsplattform aufgestiegen. By the way, falls ihr noch nicht Teil meines wunderbaren Subreddits seid, dann kommt da unbedingt mal rein, denn ich würde mich über aktive Mitglieder auf jeden Fall drin freuen, Leute. Die Tage gibt es da vielleicht nochmal ein separates Video zu, wie die Regeln aussehen, was ihr da machen dürft, was ihr nicht machen dürft, wen wir da gerne hätten und wen wir da nicht gerne hätten. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen direkt an mit diesem wunderbaren, kreativen, tollen Video. La, super, toll, geil. Thomas hat sich heute das Subreddit Mildly Vandalized vorgenommen. Und falls ihr nicht versteht, was Mildly Vandalized ist, das sind quasi Leute, die nur ein bisschen randaliert haben, sprich ein bisschen Unordnung gestiftet haben und nur ein bisschen Randale geschoben haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie das so aussieht, wenn man ein bisschen randaliert. Ich habe mir da tatsächlich bis jetzt noch nichts drunter vorstellen können. Bin aber mal gespannt, was dabei rumkommt. Thomas meinte auf jeden Fall, es wären viele Hahas und viele Hehes dabei. Und ich mag gerne ich mag auch gerne Also würde ich sagen, Leute, schauen wir da einfach mal, wie das daran aussieht. Erstes Bild, bitteschön. This cannot be unseen. Ja, moin. Ist das nice? Das stelle ich mir unter Mildly Vandalized vor, Alter. Wenn man einfach hingeht und etwas komplett aus dem Kontext nimmt, man sieht hier den flexenden Adonis, wie er auf jeden Fall mit dem doppelbeklinkten rosa Damenrasierer von Gillette sich die Achsel rasiert. Kann man machen? Finde ich ganz witzig. Und genau in die Richtung geht es nämlich. Ganz witzig. Smelly Road. Es ist so unreif einfach, Es ist einfach nur, wenn du ein kleines bisschen etwas abänderst und das komplette Ding im Kontext auseinandergerissen wird. Die stinkende Straße, ich meine, wer kennt sie nicht? Vorher war es die Melly Road, jetzt ist die Smelly Road. Kann man machen, warum auch nicht, ne? Baby Changing Station, Baby Hanging Station. Hat jemand einfach nur das C abgekratzt einfach? Wie kommt man denn auf die Idee? Man steht vor diesem Schild und denkt sich so, okay. Ich habe schon immer diesen kleinen Rebell in mir drin gehabt. Ich wollte schon immer mal etwas verändern. Schon von Anfang an wollte ich mich gegen dieses kapitalistische Grundsystem in den Grundfesten auflehnen und unsere Welt in Gefüge erschüttern. Ich gehe einfach hin und kratze das C bei Baby Changing Station ab. Epic Troll. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Warum auch nicht, ne? Ich meine, eine Baby Hanging Station ist auf jeden Fall, glaube ich, vonnöten. Weiter. Mann, Alter! Wieso macht man sowas? Wobei, solche Sachen habe ich halt auch schon mal gemacht. Ich habe schon mal so eine Puppe in einem Laden, Leute, muss ich ganz kurz erzählen. In einem H&M war es, glaube ich. Habe ich schon mal in einer männlichen Puppe so einen BH angezogen. Oder ich glaube, es war sogar ein Bikini-Oberteil. Über die Klamotten drüber. Und haben wir richtig Ärger für bekommen, was uns denn einfallen würde und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, mal die Hose runterzuziehen und zu zeigen, dass Kenny zwischen den Beinen hat. Ey, vollkommen normal. Übrigens sieht das bei mir genauso aus zwischen den Beinen, Leute, weil sich viele mal gefragt haben. Das bin quasi einfach ich. Das bin ich. Next Bild. Kill yourself. Was? Kill your speed steht da eigentlich. Das heißt, man soll bremsen. Da steht jetzt einfach kill yourself. Ja, moin. Warum auch nicht? Klar, ist natürlich cool, wenn die Stadt oder in dem Falle der Landkreis einfach mal ein paar Schilder aufstellt, dass man sich umbringen soll. Dass das hier die perfekte Strecke ist, um sich umzubringen. Kann man auf jeden Fall erkennen. Warum auch nicht? Ich meine... Ich muss mir kurz die Situation vorstellen. Also stellt euch vor, ihr fahrt gerade so im Auto, ihr fahrt so und dann seht ihr dieses Schild. Ihr tretet instant auf die Bremse, haltet an, macht die Tür auf, geht raus, seht dieses gottverdammte Schild, nehmt euren Stift, der jetzt von der Gabel repräsentiert wird, geht dahin, schreibt es weg, steht vor dem Schild, guckt nach oben. Viel besser. Und fahrt einfach weg. Extrem geile Aktion, feiere ich auf jeden Fall. Och Mann, Alter! Ist das stumm? Ich habe zuerst hier so hingeguckt, ich dachte so, ja, okay, ist halt ein ganz normaler Busch. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, Leute, dann sieht man hier Marge Simpson. Auf jeden Fall ganz nice. Warum auch nicht? When it snows free. Ja, guten Tag. In das Auto würde ich auf jeden Fall an der Stelle mal nicht einsteigen und auch allen Kindern empfehlen, das sein zu lassen. Police are looking into a case vandalism to assign directed motorists to a world tallest TP. Was? World's smallest peepee. Da hat jemand diese Buchstaben einfach ausgedruckt, Junge. Der hat die ausgedruckt und an das Schild geklebt. Da steht da nämlich der kleinste Pipi-Mann der Welt und vorher stand da das größte Tipi der Welt. Ja, warum nicht? Finde ich auf jeden Fall geil. Jetzt können alle Motorradfahrer den kleinsten Pipi-Mann der Welt sehen. Ist doch auch schön. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Motorradfahrer seid, was würdet ihr lieber sehen? Den kleinsten Pipi-Mann der Welt oder das größte Tipi der Welt? In case of fire, do not use elevator, use water. Mann!
Wieso haben diese Leute immer einen Edding dabei, Alter, um irgendetwas Dummes darunter zu kommentieren? Warum? Wieso erlaubt man überhaupt den Verkauf von Eddings, Alter? Im Fall eines Feuers, bitte nicht den Aufzug benutzen. Ja, sondern Wasser. Oh, Mann, ey. Ganz ehrlich, aber ich finde es cool. Ich finde es cool, dass es noch so ein paar kreative Crackheads umhergibt, die einfach mal sagen, ganz ehrlich, da muss ich jetzt einen lustigen Pun draus bauen und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr und mehr auf der Welt. Und genau diese Leute tun das für uns. Das sind Helden, Leute. Das sind Helden. So wie ich. Ich mache auch hahaha und hihihi. Nur keiner macht bei mir hahaha und hihihi. Not cool, man. Every 20 minutes a child is diagnosed with a mustache. Oh Mann, Alter. Okay, alle Leute, pass mal auf. Setting hier, Werbespot, ja? Jede 20 Minuten wird ein Kind mit einem Schnurrbart diagnostiziert. Spenden Sie jetzt. Ja, auf jeden Fall extrem traurig. Ich weiß noch, als ich damals mit einem Schnurrbart diagnostiziert worden bin, ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Auch ich war betroffen, meine Freunde. Auch ich war betroffen, ja? Und es war nicht leicht für mich, aber ich habe es geschafft, dank einer wirkungsvollen Rasurtherapie dieser Geschichte zu entfliehen. Aber viele Kinder haben das nicht, diese Möglichkeit. Und deshalb möchte ich jetzt, dass ihr spendet. Spendet dafür, dass keine Kinder mehr mit Schnurrbärten aufwachsen müssen. Danke. Danke. Okay, nächstes Bild. Schauen wir mal ganz kurz. Dear kid who graffitied some cool Ray-Bans and mustache on me. I'm not even mad. Ryan Murphy scheint der Bürgermeister von der neuseeländischen Stadt oder ist es Australien? Ist Brisbane Neuseeland oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat dieser Mann sich scheinbar zur Bürgermeisterwahl für die Stadt Brisbane aufstellen lassen und ihm wurde einfach ganz klassisch eine coole Ray-Ban-Sonnenbrille gemalt und ein wunderbarer Schnurrbart. Da kann ich auf jeden Fall die Reaktion von Ryan Murphy fallen, der sagt, an das Kind, was mir eine Ray-Ban-Brille und ein Schnurrbart aufgesprüht hat, ich finde es nicht mal scheiße. Also von daher auf jeden Fall extrem Props an diesen Typen. Ich hoffe, er hat die Bürgermeisterwahl gewonnen und ich hoffe, dass er jetzt genau so mit dieser wunderbaren Schnurrbart und den Ray-Bans rumläuft. Sprich, quasi so aussieht, nur mit einer coolen Brille. Sprich, quasi so aussieht, nur mit einem coolen Schnurrbart hier. Mann, Alter. Feliz Navidad, Junge. Oh. Es ist halt so geil, dass halt Leute mit rotem Klebeband oder sowas einfach da hingehen und sagen, so, da muss jetzt frohe Weihnachten stehen. Da steht nicht mehr zu vermieten oder zu verleasen, sondern da steht jetzt frohe Weihnachten und das ist ganz wichtig, das gehört sich so und so ist es richtig. Feliz Navidad, ich fühle es auf jeden Fall. Feliz Navidad an euch alle, meine Freunde. Was? Hat da jemand... Was ist das denn? Was? Es hat einfach... Hä? Wie kommt man auf die Idee, einfach einen fucking toten Fisch mit Klebeband oder mit Panzertape einfach auf einen dämlichen Geldautomaten zu kleben? Warum? Warum macht man sowas? Wieso? Hä? Ach Mann, ey, manchmal verstehe ich die Welt einfach nicht. Wenn der Toll ist, actually a secret entrance. X-Men. Ja, moin, da sitzt Professor X und da links ist Wolverine auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall auch drüber lachen, finde ich ganz witzig, definitiv. Ja, die X-Men-Toilette. Ich meine, warum... Warum eigentlich? Wieso? Och Mann, wie kann es denn sein, dass man etwas derartiges sieht und sich denkt, warte mal, das sieht ja 1:1 aus wie ein Hammerhai. Wo ist mein Edding, den ich immer dabei habe für solche blöden Situationen? Und dann malt man einfach einen Hammerhai daraus. Aber ich finde es cool, dass es Leute gibt, die so kreativ sind und sowas darin erkennen. No Pie. War ja einfach ein Rauchenverbotenschild. Er hat einen Kuchen da draus gemalt und hat geschrieben, kein Kuchen hier. Da ist Kuchenverbot an dieser Bahnstation. Also Kuchen-TV darf ich auf jeden Fall nicht blicken lassen. Meine Videos sind so scheiße geworden. This is public health. No, this is Patrick. Ja, finde ich auch auf jeden Fall cool, wenn man die SpongeBob-Referenz erkennt und versteht. Falls ihr sie nicht erkennt und versteht, dann informiert euch bitte, bevor ihr meine Videos guckt, weil das ist ganz wichtig. Ihr braucht mindestens so viel Wissensstand, damit ihr meine Videos erkennen könnt. Versteht. Ich kann nicht reden. Employees must wash anus. Stand halt vorher wash hands, das H einfach abgekratzt und dann das D einfach abgestrichen, sodass da Anus steht. Ja, wer kennt's nicht, wenn sich die Angestellten den Arsch waschen müssen? Thomas, du kennst es auch von hier, oder? Employees must wash Anus. Also Thomas und ich machen das auch jeden Tag, Leute. Wir kommen ins Büro, waschen uns erstmal schön die Poperze, damit das hier alles auf jeden Fall Sauberkeit hat. Stop taking my stuff out of here. Plate, fork, knife, giant dildo. Hat einfach jemand was anderes dazu geschrieben. Ja, nochmal ganz kurz vielleicht zur Übersetzung. Nehmt weder meine Teller, meine Gabel noch mein Messer und dann hat Nummer 4 drunter geschrieben mit einem blauen Edding einfach, damit es richtig schön auffällt. Meinen gigantischen Dildo, den würde ich nämlich gerne auch behalten. Ich hasse es, wenn Thomas meinen gigantischen Dildo nimmt und sich nicht vor den Anus gewaschen hat. Museum of S. Oh mein Gott, Alter. Mann, ey. Ich find's aber trotzdem cool, dass Leute sowas machen, Mensch. Extra large S Avocados. Was steht denn da sonst? Hess? Mass Avocados Gas? Ich weiß. Was soll das?
S-Avocados. Große Arsch-Avocados. Warum nicht? Warum nicht? Ja, Leute, damit sind wir am Ende dieser wunderbaren Videoreihe mal wieder angekommen. Sagt mir auf jeden Fall gerne, welches Subreddit ich demnächst zerstören soll, damit nie wieder jemand daran Spaß hat. Das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Joint mir jetzt in mein Subreddit. Heute Abend kommen die Regeln online, hoffentlich dann, dass ihr dann noch alle wisst, wann und wie wir was posten dürfen. Nächste Woche geht's darin auch los. Das heißt, die ersten Challenges werden euch gestellt und ich freue mich darauf, wenn ihr dabei mitmachen würdet. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich hier bin hier raus. Verschwinde nun durch die Tür ins Nebenland. Macht es gut. Bis dann, nächste Mal. Tschüss.